Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute gibt es einen reinen Pitforce-Satz. Ihr habt ihn euch gewünscht, einen Pitforce-Bankdrücksatz. Ich erkläre ganz kurz die Regeln für einen Pitforce-Satz und dann geht's schon los im Training. Ich mache das Ganze mit meinem Partner Maib. Solltet ihr mit einem Partner machen, obwohl es hier nicht darum geht, dass er euch ständig hilft, weil dann würdet ihr zu viel Intensivwiederholung machen, das wollen wir auch nicht. Also ein Pitforce-Satz ist im Prinzip ein Satz, bei dem ihr ein gewisses großes, relativ großes Gewicht, meistens so ungefähr ein Gewicht, mit dem ihr um die 6 Wiederholungen schaffen würdet, bis zum Muskelversagen, dann für eine Wiederholung bewegt. Heißt, ihr nehmt dieses Gewicht, gut warm sein, das ist ganz wichtig, wärmt euch richtig gut auf. Dann das Gewicht, eine Wiederholung machen, wieder einhängen. Kleine Pause. Klein heißt, so lange pausieren, bis ihr wisst, ihr schafft die nächste Wiederholung. Das wird am Anfang relativ wenig sein, weil ihr ja auch 6 hintereinander schaffen würdet. Macht also 5-6 Sekunden Pause, nächste Wiederholung. Wieder 5-6 Sekunden Pause, nächste Wiederholung. Das sind quasi Pausensätze. Danach wird es irgendwann nach der 7., 8., 9. Wiederholung wirklich schwer. Dann müsst ihr vom Gefühl her so lange Pause lassen, wie nötig und so wenig wie möglich, um die nächste Wiederholung selbst zu schaffen. Heißt, ab der 8. Wiederholung merkt ihr vielleicht, jetzt wird es knapp. Würdet ihr nur 5-6 Sekunden Pause machen, würdet ihr nicht noch eine Wiederholung schaffen. Also wartet ihr 10, 12, bis ihr fühlt, jetzt würde ich eine schaffen. Aber trotzdem so wenig wie möglich. Nicht, dass ihr dann 30 Sekunden wartet, dann schafft ihr die eine auf jeden Fall. Aber es ist einfach zu viel Zeit vergangen. Wir wollen uns immer am Rand bewegen. Danach ist es irgendwann ab einem gewissen Punkt, dass ihr eine Maximalwiederholung macht. Mit dem maximalen Gewicht nur eine Wiederholung. Und das macht ihr ganze 20 Mal. So lange, bis ihr 20 einzelne Wiederholungen gemacht habt. Das ist ein Pitforce-Satz. Pitforce-System. Macht Sinn, das mal einzustreuen. Manche machen auch ein ganzes Training daraus. Wir machen es jetzt als erste Übung. Danach folgen allerdings noch weitere Übungen. Das ist natürlich sehr intensiv. Das ist sehr hart. Ihr bewegt relativ viel Gewicht und sehr hohes Gewicht für relativ viele Wiederholungen, was ihr sonst nicht machen würdet. Ich werde jetzt das Ganze ein bisschen abändern und noch härter machen. Wir werden nämlich im ersten Durchgang, das heißt im ersten Wiederholungsgang nicht nur eine Wiederholung machen, da mache ich mehrere, sodass ich vorerschöpft bin, sodass ich direkt nach dem ersten Durchgang an der Grenze bin, wo ich immer so lange pausieren muss, bis ich nur noch eine schaffe. Sonst, habe ich ja gerade gesagt, kommt ihr erst nach dem 7., 8. Durchgang dazu. Heißt, ich mache jetzt vielleicht 4, 5, vielleicht sogar 6 Wiederholungen hintereinander. Danach ist Muskelversagen und dann muss ich so lange pausieren, bis ich nur noch eine schaffe. Und das muss ich noch 19 Mal machen. Das ist brutal. Das ist wieder eine Steigerung vom Pitforce-Training. Ob ihr das für sinnvoll erachtet, ob ihr so ein hartes Training braucht, das ist eine ganz andere Sache. Aber wir werden es jetzt mal so machen. Ich habe 120 Kilo hier drauf. Ich glaube, es sind sogar ein bisschen mehr, aber geführt eben an der Multipresse. Ich kann auch nur empfehlen, das mit geführten Systemen zu machen, nicht frei. Weil ihr dann natürlich, wenn ihr alleine seid, das besser ablegen könnt. Und selbst wenn nicht, hinterher ist es sehr schwer, in den letzten Wiederholungen sich darauf zu konzentrieren. Wenn ihr dann auch noch das Gleichgewicht halten müsst, ist es schwieriger. Hier heißt es einfach nur alle Kraft nach oben. Das könnt ihr natürlich sehr gut an den unilateralen Maschinen auch machen. Heißt, die Maschinen, wo ihr die dann trotzdem geführt macht oder an einer Bankdrückmaschine für diejenigen, die nicht so viel Gewicht auflegen müssen. Nur da wären wir hier sehr schnell an Grenzen angelangt bei den Steckgewichten. Aber wir machen es jetzt hier und ja, ihr werdet mal einen ganzen Satz dabei sein und danach geht unser Training weiter. So, also, live ein Pitforce-Satz. Let's go. Und sobald ihr angefangen habt, gibt es kein Zurück mehr, dann könnt ihr nicht mehr pausieren. Das war jetzt hier Nummer 1 von 20. Nummer 2. Nummer 3.
Das ist ganz gut, wenn der Partner hinterher beim Einhängen hilft, weil ich merke schon, das geht auf die Handgelenke. Die Hälfte. Jungs, das ist ein wenig. Danke. Schwer, Mann. Wirklich, das ist schwer. Ist schwer, ich weiß. Scheiße. Man kann es sehen. Vielleicht sollen wir das Bett, die Szenen rausmachen. Scheiße. Wir hätten das mit den 50ern vorher. Yep. War schon eine ziemliche Grenzwiederholung. Ihr seht, ich variiere so ein bisschen, wenn ich mehr kaue. Ich hätte mir ein paar Sekunden sparen können, mache ich die nächste wieder mehr. Versucht euch immer an der Grenze zu bewegen. Wenn ihr einmal merkt, ich könnte noch eine zweite schaffen, könnt ihr diese Grenze nicht erreichen. Das darf nur keine geben. Und es ist echt schwer dabei zu kommentieren.
Beinen. Zwei Stück. Ach, noch zwei. Und ihr seht, auch als Partner könnt ihr so ein bisschen motivieren und pushen. Aber lasst euch nicht zu sehr ablenken. Selbst wenn der Partner manchmal sagt, komm jetzt und ihr wisst, dann würdet ihr es nicht mehr schaffen. Wartet noch, aber so ein Push ist ganz cool. Noch zwei Stück. Komm. Okay, komm. Komm schon. Drei, 10 Grad. Zwei, eins. Hoch. Komm. Jupp. Hoch. Hoch. Jetzt. So, die letzte. Geh durch. Notfalls musst du dabei helfen. Komm. Drei, zwei, eins. Hoch. Jupp. Weiter, weiter, weiter. Jetzt. Jupp. 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 Gut gemacht. Bei der letzten hat er mir jetzt tatsächlich geholfen. Da könnt ihr es mal wagen. Ja, ansonsten habt ihr gesehen, worum es geht, das Prinzip. Ihr habt auch gesehen, warum das so intensiv ist. Beim richtigen Pitforce-Training belastet ihr es meistens bei dieser einen Übung. Tastet euch ran, bevor ihr jetzt ein Training macht, wo ihr 3-4 Mal sowas macht. Streut es im Training entweder ein oder macht mal nur das und guckt, was passiert. Gerade eure Kraftwerte sollten dadurch gut steigern. Steigen. Ich schwitze, oder? Aber so. Ja, ansonsten guckt, wo es euch am bequemsten ist. Kleiner Insider-Tipp, habt ihr Ketten, mit denen ihr Kurzhanteln befestigen könnt? Hammer, wenn ihr das damit machen könnt. Haben aber die wenigsten. Ansonsten Multipresse, könnte aber Handgelenkschwierigkeiten geben mit dem Eindrehen. Und beste Möglichkeit, Maschine, wenn ihr nicht schon zu stark dafür seid. Was bei mir der Fall ist. Ja, unser Training geht jetzt weiter. Maib macht das Ganze jetzt noch. Vielen Dank. Ich habe hier alles versaut, weil ich ein bisschen schwitze. So. Das war's zum Pitforce-Satz. Ansonsten, Prinzip, wie gesagt, solltet ihr jetzt erkannt haben. Forst euch selbst, challenged euch selbst. Ich weiß, das klingt immer blöd, wenn ich diese ganzen englischen Begriffe nutze. Das ist ein bisschen confusing. Ja, also, setzt euch selbst die Herausforderung, so wenig wie möglich an Pause zu lassen, um eine Wiederholung zu schaffen. Das ist ganz wichtig, dieser Grenzgang. Euch selbst einzuschätzen und das zu machen. Davon lebt das Ganze nämlich. Wenn ihr immer noch 3-4 in Reserve lasst, bringt das relativ wenig. So macht ihr daraus einen richtig guten Challenge. Ja, ansonsten, wer mehr Intensivübungen sehen möchte, findet ihr da ganz viele Variationen, um mal ein bisschen Intensität, Push ins Training zu bringen. Wenn euch das gefallen hat und ihr öfters sowas sehen wollt, Daumen hoch, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt davon. Ansonsten schaut mal bei der Protein Arena vorbei, um so einen geilen Booster euch selbst zu mixen, wie ich es getan habe, findet ihr auch da. Und naja, wir sehen uns beim Training wieder. Macht's gut, bis bald, euer Gotti und Maib.